Guten Morgen, auch von meiner Seite. Stefan Siegler ist mein Name. Ich arbeite beim Übertragungsnetzbetreiber bei der Amprion GmbH in Brauweiler in der Nähe von Köln. Und zwar dort in der Systemführung und beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren da mit Leitsystemen. Und genau da, auf dieses Thema, soll mein Vortrag auch zielen. Und zwar möchte ich eigentlich die Dinge, die der Herr Brandt genannt hat, ein bisschen aufgreifen und an genau der Stelle der Leitsysteme, also der SCADA-Systeme, vertiefen. Wie kommen eigentlich Daten in so ein Leitsystem rein? Zuerst möchte ich kurz was zu Amprion selbst sagen, zu meinem Unternehmen, wer wir sind. Dann, was sind die Aufgaben der Systemführung in Brauweiler? Systemführung Netze nennt sich diese. Dann kurz darstellen, was ist eigentlich notwendig für so ein Netzleitsystem, das Datenmodell im Netzleitsystem, die Daten der Betriebsmittel, die in so einem Netzleitsystem hinterlegt sind, wie kommen die heute rein, wie kommen sie, sollen sie zukünftig reinkommen in das Netzleitsystem, einen kleinen Ausblick, da spielt dann auch wieder die Energiewende mit rein, was passiert mit dem Umfang der auszutauschenden Daten, das werden mehr, und dann halt die Frage aufwerfen, kann ZIM da an dieser Stelle nützlich sein? Okay, ich beginne mal kurz einen Überblick über Amprion. Wie gesagt, ein Übertragungsnetzbetreiber, einer der vier. Es gibt vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Wir sind einer der vier, sind zuständig für den westlichen Teil des Übertragungsnetzes, also des Höchstspannungsnetzes. Gliedert sich in die Spannungsebenen 380.000 Volt, 220.000 Volt. Unsere Netzlänge beträgt ungefähr 11.000 Kilometer. Erstreckt sich, wie man auf der Karte sehen kann, von Osnabrück im Norden bis nach Tingen an der Schweizer Grenze. Das Netz besteht aus Leitungen. Die Leitungen sind verschaltet über ca. 160 Umspannanlagen, die in diesem Gebiet liegen. Und diese Umspannanlagen umfassen ungefähr 1000 Schaltfelder, in denen wirklich die Leitungen dann enden und Transformatoren angeschlossen sind. Mit diesem Netz versorgt, natürlich nicht direkt, sondern dazwischen liegt dann noch der Herr Brandt mit seinem Verteilnetzbetreiber, aber indirekt ca. ein Drittel der deutschen Bevölkerung und damit auch ungefähr ein Drittel des deutschen Energieverbrauches. Läuft also über das Übertragungsnetz, über das Transportnetz der Amprion. Dieses Netz an sich ist relativ komplex, muss natürlich überwacht werden, ja, damit es zum einen nicht zu Überlastungen kommt, aber auch, falls es durch Störungen zu Ausfall von einzelnen Leitungen kommt, dass es dann nicht zu einer Kettenreaktion und weiteren Ausfällen kommt. Die Überwachung des Netzes passiert eben von dieser Systemführung in Brauweiler aus, Systemführung Netze. Und das Netz wird überwacht, alle Schalterstellungen werden übertragen, die Stromflüsse im Transportnetz werden berechnet, werden gemessen, auch überwacht. Aber im Höchstspannungsnetz ist es so, es ist kein abgeschlossenes Netz, also das Netz endet nicht an den Grenzen, an den Gebietsgrenzen, die ich eben gezeigt habe, sondern es ist ein Verbundnetz, das heißt, das Netz ist nicht nur in Deutschland komplett miteinander vermascht, sondern auch in Europa. Und da hat die Systemführung in Brauweiler noch zusätzliche Aufgaben, und zwar geht es da um die Koordination des Verbundbetriebes in Deutschland und auch der Verbundbetrieb in Europa. Systembilanzierung bezieht sich so ein bisschen auf den Energieaustausch, auf den Energiehandel, der mittlerweile da betrieben wird. Zur Überwachung des Netzes bedient sich die Systemführung einer Software, eines komplexen Softwaresystems, nennt sich Netzleitsystem der Hauptschaltleitung. Von dort aus werden über Fernwirkgeräte, wie der Herr Brandt eben auch schon sagte, alle Prozesse, also alle Schaltanlagen mit ihren Schaltern und Messwerten angeschlossen und werden dann sowohl auf Bildschirmen, also auf Sichtgeräten, wie man unten rechts sehen kann, visualisiert, aber auch auf einer großen Rückmeldewand. Ich habe zur Visualisierung einfach mal so ein kleines Bild damit reingebaut. Man sieht also sowohl die Sichtgeräte als auch die Rückmeldewand, auf der das ganze Netz als Knotenbild dargestellt ist. Ja, wie gesagt, also die Netzführung bedient sich eines Netzleitsystems, eines komplexen Softwaresystems, und damit dieses Netzleitsystem, diese Software überhaupt da in der Lage ist, die Überwachung des Netzes sicherzustellen, muss man die Realität
in diesem Netzleitsystem nachbilden. Man baut also ein sogenanntes Datenmodell auf, um zum einen den Netzzustand, den aktuellen Zustand online zu visualisieren, um Sicherheits- und Optimierungsrechnungen machen zu können. Zusätzlich werden, wenn Betriebsmittel gewartet werden müssen, wenn Leitungen abgeschaltet werden, wenn Transformatoren abgeschaltet werden, werden natürlich diese Zustände, diese Abschaltungen werden simuliert, dann werden Sicherheitsrechnungen gemacht und gleichzeitig wird auch der Energieaustausch mit den anderen Übertragungsnetzpartnern identifiziert. Also all dieses ist wichtiger Bestandteil des Netzleitsystems und dafür ist das Datenmodell, was in diesem Netzleitsystem hinterlegt ist, von immenser Bedeutung. Also das bedeutet, das Datenmodell bietet Ersatzdarstellungen auf IT-Ebene, Ersatzdarstellungen aller Betriebsmittel mit den dazu notwendigen Daten. Man kann sich vorstellen, für Leitungen sind notwendig die Widerstände, die Reaktanzen, die Impedanzen. Die Erzeuger sind wichtig mit ihren Kenndaten. All diese Dinge sind in diesem Netzleitsystem hinterlegt und dienen dazu, dass es funktionieren kann. Moment. So, wie kommen die Daten jetzt da rein? Das Asset, also sämtliche Betriebsmittel im Besitz der Amprion, also quasi in unserem Besitz sind, haben wir auch die entsprechenden Daten. Das Problem ist nur, so wie Herr Brandt es auch eben mal dargestellt hat, die sind in verschiedenen Systemen vorhanden. Wir haben also sogenannte Sachdatensysteme und in diesen Sachdatensystemen sind die Betriebsmitteldaten hinterlegt. Das Problem dabei ist, die Sachdatensysteme sind nicht im Bereich der Systemführung angesiedelt, sondern sind in einem anderen Bereich angesiedelt, nämlich im Bereich des Asset Management. Das heißt, dort gibt es Datenbanken. Ich habe hier beispielhaft mal drei genannt. Da gibt es Datenbanken, die sehr ausführlich, sehr tief diese ganzen Daten vorhanden haben. Das Problem ist nur, wie kriegen wir die Daten aus diesem Sachdatensystem, also aus diesen Datenbanken, jetzt in das System, was wir nutzen, in das Software-System Netzleittechnik, in das Leitsystem. Bisher haben wir das auf einen etwas komplizierten Weg gemacht. Wir haben einfach gesagt, okay, es wird etwas gebaut in einer Anlage, es wird ein Feld gebaut mit Schaltern, Leistungsschaltern, Sammelschienentrennern, mit Wandlern. Kollegen im Asset, gebt uns doch mal die Daten. Die Kollegen im Asset haben die Daten aus ihrer Datenbank exportiert, tatsächlich jetzt nicht aufgeschrieben, sondern ich sag mal softwaremäßig aufgeschrieben, in eine Mail verpackt, diese Mail per Outlook, also per Mailprogramm an uns geschickt. Wir haben die Mail genommen, haben sie entweder abgetippt oder ausgedruckt und dann händisch, tatsächlich wirklich händisch, so wie es da dargestellt ist, in unser Netzleitsystem eingegeben. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so richtig Stand der Technik. Man könnte sich überlegen, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Das ist also das Ziel. Wir wollen automatisch die Daten aus den Sachdatensystemen rausholen, verarbeiten, automatisch übertragen, ich sag mal, da so eine Art Auspacken machen und dann in das Netzleitsystem der Hauptschaltleitung wieder einbauen. Jetzt könnte man sich fragen, das hört sich ja erstmal relativ aufwendig an, es hat auch bisher immer gut geklappt, warum machen wir das denn nicht einfach weiter? Und da kommt jetzt so ein bisschen die Energiewende ins Spiel. Wir planen, die vorhandenen Leitungen von der Kapazität her wesentlich stärker auszulasten als bisher und wollen dazu zwei neue wichtige Verfahren einführen. Zum einen das Freileitungsmonitoring, das heißt, man sagt, dass man Leitungen, die bisher bis zu einem statischen Grenzwert ausgelastet werden, dass man die aufgrund der umgebenden Wetterbedingungen stärker auslasten kann. Das heißt, eine Leitung, die standardmäßig auf 30 Grad Umgebungs- oder 20 Grad Umgebungstemperatur und eine bestimmte Windgeschwindigkeit ausgelastet ist, die kann man jetzt, indem man von den Wetterdaten oder indem man die Wetterdaten da vor Ort kennt, kann man diese Leitung natürlich stärker auslasten. Wenn die Temperatur nicht so hoch ist, wenn der Wind stärker weht, kann dazu führen, dass man die Kapazität erhöhen kann. Wir nennen das Freileitungsmonitoring, Optimierung der Leitungsauslastung. Und ein zweiter Punkt ist der adaptive Netzschutz. Man kann aufgrund der Topologie im Netz
kann man die Schutzeinrichtungen anpassen und dadurch wiederum die Leitungen weiter auslasten. Ein zusätzlicher wichtiger Punkt ist, ich hatte anfangs mal gesagt, dass das Netz nicht, das Amprion-Netz nicht alleine da steht, sondern dass wir im Verbund mit den europäischen Partnern sind und wir müssen mit diesen Partnern natürlich auch Daten austauschen. Daten über den Netzzustand und Daten auch über den Aufbau des Netzes. Das heißt, Umbauten, die die Kollegen im belgischen oder im holländischen Netz machen, die haben durchaus Auswirkungen auf den Energiefluss im Amprion-Netz und im deutschen Netz. Und dieser Datenaustausch soll zukünftig über eine zentrale Datenbank bei der NSOE erfolgen, nennt sich Schlagwort Common Grid Model. Ja, wir haben uns also Gedanken gemacht, was kann man tun, um die zusätzlichen Sachdaten, die zusätzlichen Betriebsmitteldaten irgendwie in unser System reinzubekommen und sind dann dabei auch auf das Schlagwort SIM gestoßen. Wir erhoffen uns also durch Nutzung dieses SIM-Modells, dieses SIM-Standards, tatsächlich eine Automatisierung bei der Datenübertragung von Sachdatensystemen in unser Netzleitsystem, in unsere Netzleitsoftware bewerkstelligen zu können, irgendwie hinzukriegen. Ich habe hier noch so ein Schlagwort ESB, Enterprise Service Bus, genannt. Also es soll so sein, dass bei Änderungen, die in den Sachdatensystemen passieren, automatisch Aufträge generiert werden, die das Netzleitsystem dazu veranlassen, sich diese neuen Daten zu holen und einzulesen. Das heißt, es wird einen Workflow geben, der das Ganze automatisiert bewerkstelligen wird. Es ist also einerseits SIM als Sprache wichtig, aber andererseits auch, man muss sich Gedanken machen, wie kann dieser Automatismus überhaupt bewerkstelligt werden. Das ist ein zweites großes Thema. Und es sieht so aus, dass wir in unserem nächsten Netzleitsystem, also wir werden oder haben ein neues Netzleitsystem beauftragt und werden diesen SIM-Standard in dieses Netzleitsystem einbauen und sind gerade dabei, genau diese Probleme, die Sie gerade angesprochen haben, wer überwacht denn jetzt das SIM im gesamten Unternehmen, wer sorgt dafür, dass Sachdatensysteme angebunden werden, die haben natürlich dieses SIM auch nicht und wir wollen auch nicht alle Sachdatensysteme neu kaufen, sondern die werden erweitert, werden eine Schnittstelle kriegen, die SIM-fähig ist und wir sind gerade dabei, genau das alles zu koordinieren, die Sachdatensysteme so umzubauen, dass sie SIM sprechen können und sind gerade mit dem Hersteller des Netzleitsystems dabei, zu überlegen, wie kommt das Datenmodell in das Netzleitsystem rein. Das heißt, wir werden es wirklich tun. Wir werden wirklich SIM machen und wir sind gespannt. Als Zeithorizont haben wir auch 2018, da soll das neue Netzleitsystem in den Probebetrieb gehen. Ja, wir schauen mal. Ich bin zuversichtlich, weil eigentlich das SIM-Thema weltweit schon relativ stark ist, nur in Deutschland nicht so wirklich, also so ein bisschen geruht hat. Warum soll es nicht klappen? Damit bin ich auch am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, gerne. Keine Fragen? Okay. Herr Siegler, herzlichen Dank. Gerne. Für die andere Perspektive jetzt mal aus höherer Spannungsebene. Trotzdem nochmal die Frage an alle. Gibt es jetzt genau zu diesem Thema Übertragungsnetz und jetzt mehr, ich habe das so verstanden, mehr jetzt der Blick aus einer Asset-Management-Sicht. Gibt es dazu noch Fragen, Kommentare? Weil das Erste, das hatte ich jetzt mehr so verstanden, da ging es mehr in Richtung ja wirklich Integrationsplattform, ja Enterprise Service Bus, so hätte ich das jetzt verstanden und das war jetzt so mehr Richtung Modellierung gewesen. Genau. Stark aus Netzleitsystemsicht. Genau. Ja. Okay. Wenn Sie jetzt ja tatsächlich auch ein Leitsystem mit SIM-Schnittstelle einführen und quasi den SIM-Standard von NSOE erfüllen, haben Sie da auch schon mal dann über die Kommunikation zwischen Ihnen, also ÖNB und VNB
nachgedacht, weil wenn jetzt natürlich auch der VNB viel auf ZIM einsteigt und ja da gerade auch dann, was Blindleistungsmanagement und sowas angeht, die Kommunikation immer wichtiger wird, da schon mal in die Hinsicht geplant, gedacht, irgendwelche Vorstellungen? Also aus Sicht des Netzleitsystems brauchen wir eigentlich auch nur die Daten aus den unterlagerten Systemen, also aus den Verteilnetzsystemen. Haben natürlich genau dasselbe Problem, was wir mit den europäischen Partnern haben, dass wir die Daten, die Netzänderungen, die Netztopologie irgendwie bei uns darstellen müssen und hoffen ein bisschen darauf, dass die das vielleicht so ähnlich machen. Und so wie ich gehört habe, machen die das auch. Und dadurch, dass ZIM ja so weit standardisiert ist, dass eigentlich die grundlegenden Dinge, die grundlegenden Netztopologien beschrieben sind und die man auch nicht groß ändern kann jetzt in diesem ZIM-Standard, dadurch hoffe ich eigentlich, dass auch da der Datenaustausch besser verstanden gehen kann, also einfacher funktioniert, ne, für beide Seiten. Die wollen natürlich oder die brauchen natürlich für ihre Berechnungen auch Netzdaten aus dem Höchstspannungsnetz, aus dem Übertragungsnetz. Thema Blindleistungskompensation, ich glaube, das ist jetzt für uns da nicht so großes Thema. Also Richtung Systemdienstleistung aus den Verteilnetzen. Nee. Okay, gut, vielen Dank. Ja, gerne. Meine Frage gleich hinterher, jetzt bin ich etwas durcheinander. Sie sagen, Sie brauchen nur die Daten aus der unterlagerten Ebene. Ja. In dem Referentenentwurf Digitalisierungsgesetz ist ein Satz, der heißt sternförmige Verteilung. Wenn ich den richtig verstanden habe, werden aus dem Smart Meter Gateway die Daten an die Bilanzkreisverwalter geschickt. Dann kriegen Sie die ja direkt, oder? Vielleicht kann Herr Brandt was zu sagen. Also jetzt hätte ich gerne schon mal eine Klarstellung, was Sie jetzt machen wollen, was Sie kriegen mit den Daten. Weil dann würde ich ja sagen, dann brauchen Sie sie gar nicht. Nein, es geht um den Referentenentwurf Digitalisierungsgesetz. Da ist ein Satz drin, sternförmige Verteilung. Demnach, und das war beim BMWi vor 14 Tagen auch eine Diskussion, kriegen aus dem Smart Meter Gateway die ÖNBs, nämlich die, die Bilanzkreise bewirtschaften, die Daten direkt. Sie sagen jetzt, wollen wir gar nicht haben. Also kann sind Sie nicht aktuell jetzt auf dem Stand der juristischen oder gesetzlichen Situation oder brauchen Sie sie wirklich nicht? Da kann ich Ihnen ehrlich gesagt nichts zu sagen. Das ist jetzt nicht mein Bereich. Kann ich Ihnen keine Auskunft zu geben. Müsste ich nachfragen bei den entsprechenden Fachkollegen. Okay, gut. Dankeschön. Das ist eine interessante Diskussion. Vielleicht können wir uns da mittags nochmal drüber unterhalten, über das Smart Meter Gateway. Was ich denke jetzt, sagen wir mal, eine indirekte Verbindung zu unserem Thema hier heute hat.